Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gewandert, habe dann natürlich vergessen, wie ich wieder zurückkomme. Aber ich habe was Cooles entdeckt. Und zwar, was ist das Cooles? Ist jetzt zwar nichts, Moment, wo ist es? Hä? Ich blöd. Wo ist es hin? Also, Moment, ich habe nämlich Folgendes. Es gibt irgendwo hier. Ah, genau, ja, hier. Und zwar hätte mich dieses Ding hier fast das Leben gekostet, diese Schlucht bei meiner schönen Wanderschaft durch die schöne Landschaft, habe ich nicht gesehen, dass hier eine Schlucht ist. Aber diese Schlucht hat mir sehr gefallen. Und da habe ich mir gedacht, machst du doch mal irgendwie was, was nicht so typisch üblich ist. Weil man baut hier normalerweise immer hier oben auf der Oberfläche irgendwelche schönen Häuserchen und Scheißdreck und hin und her. Aber ich, also Häuserchen wie das da, dieses wunderschöne, wunderschön gelungene Eigenheim. Ja, da müsste die Dicke von RTL mal vorbeischauen und müsste da mal ein bisschen was, egal. Also, ich habe mir da was überlegt und zwar... Ich hatte mal was vorbereitet, schon so ein ganzes Stück, weil ich nicht diese ganze Sache in einem Let's Play-Video machen wollte, weil das, glaube ich, ein bisschen zu langwierig gewesen wäre. Oh, da habe ich mir gedacht, bereitest einfach mal was vor. Guckst du mal, ne? So, das ist mein Haus mit Bett und der Zugang zum Keller. So, gehen wir mal rein. So, Freunde, erstmal hier, gehen wir mal hier runter, das habe ich alles so ein bisschen schön, das soll so der Okkultisten-Ding sein, das hier sollte eigentlich ein Enderportal werden, aber irgendwie habe ich mich ja total verhauen und total verhunzt, ich habe es total falsch gemacht, wird wieder abgerissen und nochmal von vorne gebaut, also das soll mal der Raum geben später mal für das Enderportal, so, und jetzt gehen wir mal hoch ins... Hoppla, hoch ins Schöne. Und zwar, jetzt passt auf, das ist total cool. Ich freue mich da total, ne? Das habe ich selbst übertroffen, glaube ich. Ja, hier, das ist mein neues Zuhause. Ne? Hier. Da kann man schön sitzen, sonntags zum Kaffee oder so. Hier habe ich so ein paar Rüstungen. Soll nur zu Deko sein, also ich werde diese Rüstung niemals benutzen, weil ich die ja nicht selbst gebaut habe. Also, das ist nur die Deko, also was heißt gebaut, das ist die Deko-Rüstung, also einfach nur Deko. Mir tun einfach so, als würde diese Rüstungsdinger hier einfach nicht funktionieren. Das ist einfach nur Deko. So, ja, das hier ist unser Bad. Hier ist das Klo. Waschbecken, halt, ja, komm, ne? Und das hier ist unsere schöne Pool, so, mit Scheißchen und so. So, das ist unser Bad, mit voll cool Licht und so. Das hier ist die Küche, habe ich mir so gedacht, ne? Hier ein paar Bücherregale und hier so ein paar Löffels. Hin und her, hier haben wir gleich den Ofen, die Werkbank und so weiter. Das ist halt so, unsere Küche soll das halt mal sein. So, dann haben wir hier... Hey, warum ist hier runtergewachsen? Das sollte aber nicht sein. Das hier ist unser Schlafgemach. Hm? Das ist das Schlafgemach von uns. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlich wirklich richtig coolen. Und zwar habe ich vor, hier unten in der Schlucht... Das ist meine bescheidene Behausung. Also ich bin jetzt wohl der König, ne? Also, ja, Kühe. Ich weiß zwar nicht, warum hier Kühe sind, aber auch schön. So, also, ich habe vor, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, habe ich ja schon erwähnt. Ich will hier in der Schlucht, will ich, na toll, das habe ich natürlich, Moment, ich habe wahrscheinlich nur noch eins, na egal, aber das geht schon irgendwie, nein, geht natürlich nicht, komm.
Also, ich habe vor, hier in der Schlucht, also hier in die Wände, will ich kleine Häuserchen bauen, will versuchen, NPCs anzusiedeln, dass sie dann hier bleiben. Und ich versuche hier in dem, in der Schlucht irgendwie eine Art ja, Höhle. Nein, in der Schlucht eine Art Stadt zu bauen. Rede ich davon, wirres Zeug. Das habe ich vor und das will ich hier tun. Hier schön irgendwie vielleicht hier oben die Erde noch ein bisschen wegmachen, dass die Schlucht ein bisschen größer ist. Irgendwann mit der Zeit. Jetzt nicht in den nächsten paar Folgen, sondern ich versuche einfach alles hier ein bisschen aufzuhübschen und hier einfach irgendwelche Häuser in die Berge reinzumachen und dann halt da die NPCs anzusiedeln. So, und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mir gedacht, weil man muss ja auch irgendwie an die Oberfläche kommen, weil man braucht hier Holz, man braucht hier erstmal hin und her Zeug. Dafür habe ich ja erstmal hier diesen Tunnel da so von oben nach unten gebaut, diesen Schacht. Aber ich will dann mit der Zeit Brücken bauen von hier, dass man hier dann so rumgeht, die nächste Brücke hier oben rumgeht, nächste Brücke und so weiter. Also ich will hier bis halt nach oben so Brücken bauen, so weiß ich nicht, 3, 4 Stück, dass man halt so von unten nach oben über Brücken laufen kann. Das will ich machen in den nächsten paar Folgen. Ich denke, das wird sehr spannend. Ich glaube, das wird gut. Und wir werden das natürlich voll durchziehen, ohne Schummeleien. Das wird viel Arbeit sein. Wir werden dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hier oben oder irgendwie so die Höhle, also in eine große Höhle uns da ausbuddeln, wo wir dann halt die Blumen, was Blumen, unser Essen ansehen, also Getreide und so weiter. Weil wir müssen ja auch essen. Ich werde auch auf Normalstellen, nicht auf friedlich, sodass halt auch dann nachts irgendwelche Gestalten kommen oder halt hier aus den Höhlen kommen, die auch tagsüber. Ja, das will ich tun. Das wird bestimmt ziemlich cool werden, wenn das so alles mal später aussieht, wie ich mir das so vorstelle. Ja, das wird das nächste Projekt sein, was ich hier mit Minecraft durchziehen werde. Und ich hoffe, ihr guckt mir da schön fleißig zu. Sonst ist das ja für die Katze mal. Ich mache das ja nicht für mich, sondern doch, ich mache das für mich. Und ich lasse euch da teilhaben an dem ganzen Schnickschnack. Also seid mir dankbar. Ja, das sind meine Pläne für Minecraft. Da bin ich mal gespannt. Und ich bin halt erstmal ziemlich gespannt drauf, ob überhaupt die NPCs hier bleiben. Wenn ich jetzt hier irgendwie mich reinbuddel, setze da irgendwie eine Tür rein, Bett, mach halt mal so, baue es ein bisschen auf, aus mit Stuhl, Tisch und so weiter und setze dann da so ein NPC-Ei rein. Ich hoffe, die bleiben dann auch da. Nicht, dass die abhauen. Das wäre natürlich dann ziemlich kontraproduktiv, wenn ich jetzt hier so eine riesen Stadt reingefriemelt habe und irgendwie keiner bleibt da. Das wäre natürlich dann ziemlich. Blöd. Hallo. Ja, so ist das geplant. Das habe ich vor, hier in Minecraft. Man hat ja hier schon ziemlich viel Kohle, da hat man schon ein bisschen Eisen. Ich denke, das könnte was werden. Naja. So, krabbeln wir erstmal wieder nach oben. Weil wir brauchen ja erstmal ein bisschen Holz, um uns überhaupt irgendwas bauen zu können. Da müssen wir unten noch ein paar Bäume anpflanzen. Das wird eine riesige Arbeit. So, wo ist denn jetzt nochmal das Ding hin? So ein Wasserfall hätte ich noch gerne, der dann da rein geht, so in die Schlucht. Ja, das wird alles sehr schön. Schafe haben wir auch genug, die müssen wir auch irgendwie mit runternehmen. Um, ja, für Nahrungszwecken. Ja gut, wir brauchen hier eh
viele Betten für die NPCs. Dann macht das Sinn. Was ist da hinten los? Da haben wir ein paar Hühner. Das ist auch schon mal ganz gut. Fehlen eigentlich nur noch, dass wir hier irgendwo ein paar Schweine rumlaufen hätten. Dann müssten wir die alle irgendwie in die Schlucht kriegen. Und hoppla, in die Schlucht kriegen und dann könnten wir so eine schöne Farm bauen. Und hier, das passt auch ganz gut, hier könnte man dann irgendwie so einen Pfad bauen. Oh, jetzt bin ich hier irgendwie runtergestürzt. Das finde ich blöd. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das wäre halt verdammt cool. Und das wird in den nächsten Wochen, Monate, keine Ahnung, wird das hier bei Minecraft die neue Aufgabe sein. Ja, und das war's auch schon wieder. Wollt euch nur mal zeigen, was es jetzt hier so Neues gibt. Was meine Pläne sind für die Zukunft hier bei Minecraft. Und mal gucken, wie lange ich durchhalte. Und wie lange ich das durchziehen werde. Na gut, dann würde ich mal sagen, tschüss. Und wir sehen uns dann morgen bei der ersten Folge hier bei meinem neuen Minecraft-Projekt. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.